Hättet ihr einen Moment Zeit, um über die dunkle Brut in der Wacht zu sprechen? Lasst es mich euch erklären. Ihr kennt doch Dworkin, oder? Der Sprengstoff dieses verrückten Zwergs hat die gesamte Festung erbeben lassen. Dadurch sind einige der unteren Keller eingestürzt. Ich nehme an, dass dort unten noch dunkle Brut eingeschlossen ist. Über kurz oder lang könnte sie sich den Weg freigraben. Wir haben Männer, die die Trümmer abtragen könnten, wenn ihr es befehlt. Sobald ihr bereit seid, kann ich euch in die Keller führen. Natürlich, Sir. Da wären wir. Die Wacht reicht bis tief unter die Erde. Die Gänge dort unten verfallen seit Jahren und Jahrzehnten. Und Dworkins verdammter Sprengstoff war der Stabilität auch nicht unbedingt förderlich. Ihr habt die Kommandantin gehört. An die Arbeit! Und nun seid ihr an der Reihe. Wer weiß schon, was darin lauert. Wir werden hier auf euch warten. Ihr seid also ein Hau. Wollt ihr auf irgendetwas hinaus, Magier? Ach bitte, ich mag die Haus. Hau ist so ein klangvoller Name. Er klingt so zackig, so kämpferisch. Ein bisschen wie Hau-Degen. Wie scharfsinnig. Ja, nicht wahr? Allerdings beschämt es mich, dass ich so lange gebraucht habe, um darauf zu kommen. Ich kümmere mich darum. Adria, sie war für mich wie eine Mutter. Wir müssen sie retten. Aber selbstverständlich. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Ich kümmere mich darum. Yeah.
Oh, dem Erbauer sei Dank. Lasst uns bitte hier raus. Schnell, bevor noch mehr dieser Dinger hier auftauchen. Nein. Nein, Adria. Wir müssen ihr helfen. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Adria. Unglaublich, wie viele der dunklen Brut ihr erledigt habt. Nun ja, man hört ja unzählige Geschichten über euch und die Wächter. Aber es hautnah mitzuerleben. Oh doch, das haben sie. Obwohl der Angriff vollkommen überraschend kam, haben sie ganze Scharen der dunklen Brut niedergemacht. Fragt nur die armen Dienstmädchen, die danach sauber machen mussten. Aber bei euch ist es etwas anderes. Wie auch immer, es sieht aus, als hätten die Explosionen diesen Abschnitt zum Einsturz gebracht. Ich habe Meister Voldrick hergebeten. Das versteht ihr Menschen also unter einem Mauerwerk? Eine Schande ist es, nichts anderes. Das hält doch nicht länger als ein paar Jahrhunderte. Ich könnte wetten, dass diese Tunnel weit genug gehen, um die tiefen Wege zu erreichen. Das muss wirklich eine ziemliche Überraschung für die Orlesianer gewesen sein. Und es erklärt, warum diese erfahrenen Männer keine Chance gegen die dunkle Brut hatten. Das ist wirklich eine ernste Angelegenheit. Wenn wir diese Tunnel nicht versperren, kann uns die dunkle Brut jederzeit wieder von unten angreifen. Bei Andrastes Blut, es gibt in der gesamten Festung Zugänge zu den Kellern. Wir können sie nicht alle sichern. Dann müssen wir diesen Tunneln folgen und darauf hoffen, dass wir eine zentrale Stelle finden, die wir versperren können. Nur keine Angst, Mädchen. Mit der Muskelkraft des Wächters, meinen Kenntnissen in der Steinbearbeitung, werden wir eine Möglichkeit finden. Es wird einige Zeit dauern, aber ich informiere euch, sobald es erledigt ist. Selbstverständlich. Kommandantin? Ja, natürlich. Sofort. Was würdet ihr eigentlich machen, wenn ihr kein grauer Wächter sein müsstet? Das dachte ich mir. Um ehrlich zu sein, hat mir die Vorstellung, irgendwo festzusitzen, noch nie behagt. Es erinnert mich an den Zirkel. Nach meinem 7. Fluchtversuch hätten sie mir ja zumindest zugutehalten können, dass ich es versucht habe. Ich bin wirklich gut darin geworden, aus dem Turm zu entkommen. Nur leider war meine Freiheit nie von Dauer. Bis jetzt zumindest. Um ehrlich zu sein, war das Einzige, was ich am Zirkel jemals vermisst habe, dieser Kater. So ist es. Wie geht's dir da drin, Sir Naseweiß, hm? Huh? Ha! Ja, du wirst mal ein großer Mäusefänger. Können Katzen eigentlich graue Wächter werden?